CSU-Fraktion das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Zunächst mal zu Ihnen, lieber Herr Kollege Castellucci, nachdem Sie so freundlich waren und mein klares Plädoyer für eine härtere Gangart in Sachen Abschiebungen zu erwähnen. Sie haben in einem Punkt recht. In diesem Jahr, in den ersten zwei Monaten, liegt Bayern nicht ganz an der Spitze der Bundesländer, was das Thema Abschiebungen anbelangt. Aber was Sie geflissentlich unterschlagen haben, zu erwähnen, dass beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen, das dieses Jahr etwas mehr Personen schon abgeschoben hat als Bayern, fast fünfmal so viele ausreisepflichtige Personen im Land hat, die mit einer Duldung versehen sind. Also knapp 48.000 Personen befinden sich im Land Nordrhein-Westfalen, die an sich das Land heute verlassen müssten, aber mit einer Duldung versehen sind. In Bayern sind es nur knapp etwas mehr als 10.000 Personen. Also um es auf Deutsch und um es klar zu sagen, es ist keine Kunst, bei den Abschiebungen etwas über Bayern zu liegen, wenn man in den letzten Jahren das Thema Abschiebungen total verpennt hat. Wenn man wie die nordrhein-westfälische Landesregierung über Jahre hinweg das Thema Abschiebungen stiefmütterlich behandelt hat. Ich habe aber, Herr Kollege Castellucci, auch eine gute Botschaft für Sie. Seitdem in Ihrem Heimatbundesland wieder ein CDU-Landesinnenminister das Sagen hat, sind zumindest die Abschiebungen in Baden-Württemberg deutlich gestiegen innerhalb der letzten 12 Monate. Das ist ein gutes Signal. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute endlich die erste Lesung dieses wichtigen Gesetzes. Ich sage deshalb endlich, weil zur Wahrheit auch gehört, dass dieser Gesetzentwurf nicht nur die Konsequenz und die Schlussfolgerung der Erfahrungen des Anschlags vom Breitscheidplatz ist, sondern weil ein Großteil der Inhalte dieses Gesetzes auf Vorschläge des Bundesinnenministers zurückgeht, die er am 11. August letzten Jahres gemacht hat, nach den Anschlägen von Ansbach, Würzburg und München. Und das gehört auch dazu, ein Großteil der Inhalte dieses Gesetzes ist bereits eingeflossen in einen Gesetzentwurf Anfang Oktober letzten Jahres, der zum Beispiel vorgesehen hat, den besonderen Haftgrund für Gefährder, der zum Beispiel schon bereits vorgesehen hat, die Verlängerung des Ausreisegewahrsams auf 10 Tage. Leider hat unser Koalitionspartner diesem Gesetzentwurf bislang nicht zustimmen können. Das ist die bedauerliche Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir heute endlich die erste Lesung haben. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir dann aber schon darauf hinzuweisen, dass gerade auch in Zeiten, in denen der neue SPD-Vorsitzende vor wenigen Wochen ja in einer bemerkenswerten Rede sinngemäß behauptet hat, die Gefährdungssituation in Deutschland sei deshalb so prekär, weil die Union den Bundesinnenminister stellt und es wäre weitaus besser, wenn endlich die SPD wieder den Bundesinnenminister stellen würde. Eine klare Antwort von mir dazu. Garant für innere Sicherheit ist die CDU-CSU. Und in Sachen Innenpolitik und in Sachen Sicherheitspolitik macht uns, macht der CDU-CSU niemand etwas vor. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass mit diesem Gesetzentwurf die Voraussetzungen erleichtert werden, dass ausreisepflichtige Personen, von denen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, schneller außer Landes gebracht werden können. Und um es auch mal klar zu sagen, wir haben in Deutschland ungefähr 150 Personen von der Preisklasse Anis Amri. Entweder Gefährder oder relevante Personen, die ausreisepflichtig sind, sprich die unser Land heute verlassen müssten, dies aber nicht tun, weil sie sich renitent verhalten, weil sie nicht mitwirken bei ihrer Identitätsfeststellung, weil sie nicht mitwirken bei der Passersatzbeschaffung. Und es ist richtig, dass wir jetzt den eigenen Haftgrund schaffen für diese ausreisepflichtigen Personen. Und lieber Herr Kollege Hartmann, weil Sie darauf hingewiesen haben, dass ja da möglicherweise ein Widerspruch darin besteht, dass wir ja richtigerweise behaupten, dass das Land Nordrhein-Westfalen schon von der jetzigen Rechtslage Gebrauch machen hätte können, indem Anis Amri in Abschiebehaft genommen werden hätte können, im August letzten Jahres. Das stimmt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es eine Unterlassung war, dass man Anis Amri nicht in Abschiebehaft genommen hat, weil die materiellen Voraussetzungen schon heute dafür vorhanden wären. Aber, und deswegen stimmt die Aussage, man hätte Anis Amri in Abschiebehaft nehmen können, aber genauso richtig ist die Aussage, wir müssen trotzdem gesetzliche Verbesserungen vornehmen, um es den
Ausländerbehörden zu erleichtern, dann auch in derartigen Fällen die Abschiebehaft zu beantragen. Weil die Vergangenheit leider gezeigt hat, dass viele Ausländerbehörden vor diesem Antrag zurückgeschreckt haben, weil eben nicht sicher war, dass sie innerhalb von 3 Monaten dann auch die konkrete Ausreise bewirken hätten können. Wobei ich auch noch mal dazu sagen möchte, dass diese 3-Monats-Frist auf Fälle wie Anis Amri nicht zutrifft, weil Anis Amri sich renitent verhalten hat und er seine nicht erfolgte Ausreise selbst verschuldet hat. Es ist deshalb richtig, dass wir diese deutlichen Verschärfungen vornehmen. Wir haben derzeit über 213.000 ausreisepflichtige Personen in Deutschland. Und viele können deshalb auch nicht abgeschoben werden, weil ihre Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Und ich möchte auch zu diesem Thema Auslesemöglichkeit des Mobilfunkgeräts etwas sagen. Also ich habe überhaupt kein Verständnis für diese aus meiner Sicht sehr künstliche Erregung und Entrüstung über diese gesetzliche Veränderung. Es ist doch das Normalste in der Welt, dass man alle Möglichkeiten im Notfall auch das Hinzuziehen des Handys mitnutzt, um die Identität einer Person festzustellen. Und da geht es auch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, nicht darin, in die Intimsphäre des Betroffenen einzudringen, sondern es geht zum Beispiel nur darum, mit welchen Telefonnummern hat derjenige in der Vergangenheit häufiger telefoniert, sprich, hat er mit Tunesien telefoniert, hat er mit Ägypten telefoniert, hat er mit Marokko telefoniert. Es geht nicht darum, auf den Inhalt der Telekommunikation Zugriff zu nehmen. Es geht nicht darum, auf den Inhalt der SMS-Nachrichten Zugriff zu nehmen, sondern es geht nur schlichtweg darum, die Identität festzustellen. Und ich sage ganz offen, ich habe kein Verständnis dafür, dass der überwiegende Großteil der Migranten, die derzeit zu uns kommen, nicht über einen Pass verfügen, aber fast alle über ein Handy. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch nur konsequent, dass wir dann auch diese Handys zu Rate ziehen, um die Identität desjenigen auch feststellen zu können. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir müssen und wir werden dieses Gesetzgebungsvorhaben in der notwendigen Seriosität durchführen. Ich sage aber auch noch ganz bewusst und auch sehr ernsthaft am Ende dazu. Gerade angesichts der immanent großen Bedrohungssituation, in der unser Land steckt, dürfen wir uns hier auch nicht zu viel Zeit lassen. Ich habe darauf hingewiesen, ein Großteil der Inhalte geht bereits auf einen Gesetzentwurf aus dem Oktober des letzten Jahres zurück. Deshalb ermahne ich uns auch zur gebotenen Zügigkeit und Eile bei diesem wichtigen Gesetzgebungsvorhaben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt hat jetzt die Kollegin Nina Warken, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.